Ja, nach einer kurzen Pause oder einer längeren Pause kann man schon fast sagen. Schon ein paar Tage her, dass wir einen Blick auf die Siemens Energy Aktie geworfen haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, ich möchte auch die ein oder andere Aktie zukünftig hier auf unserem Kanal besprechen. Und da ist mir heute im Rahmen des Screenings die Heidelberg Materials Aktie aufgefallen. Bevor wir uns die anschauen, gibt es natürlich den Risikohinweis. Das Video hier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und ist natürlich auch nur meine Meinung. Und ja, was soll ich sagen? Wie immer, wenn euch das Format gefällt, wenn ihr auch mal Wünsche habt oder Kommentare habt, lasst es einfach da. Ich lese mir das auf alle Fälle durch. Und wir starten, denke ich mal, dann auch mit der Heidelberg Materials Aktie. Die Aktie heute 0,70% im Plus. Warum ist sie mir aufgefallen? Relativ simpel. Wir haben einen, ich will nicht sagen, dass wir ein wirklich starkes Kursmuster jetzt als Signal hatten. Aber wir haben heute eine Entwicklung gehabt. Wir haben quasi eine kleine Konsolidierung gesehen und heute zieht der Aktienkurs wieder an. Das war so ein bisschen das, wonach ich gescreent habe. Kann man bei uns auf Terminal eigentlich relativ gut machen. Auch mit kleineren eigenen Indikatoren, die man programmieren kann. Hier habe ich im Grunde programmiert, dass man eine positive Kerze hat nach einer gewissen Konsolidierung. Und das war jetzt im Grunde das Setup. Dann habe ich mir die Aktie angeschaut und bin ehrlich, hat mir ganz gut gefallen. Und zwar auch aus dem Grund, weil wir eben nicht nur dieses kleine Signal mit Blick auf 2, 3 Handelstage hatten, sondern eben auch hier eine gewisse bullische Struktur im übergeordneten Bild. Denn wir haben den Widerstandsbereich bei 71 Euro nach oben überwunden. Sprich, wir haben hier eine Bodenbildung vollzogen, nachdem die Aktie ja zunächst im Oktober unter Druck geraten ist, bestand ja die große Gefahr, dass da ein Abwärtstrend hinterherkommt. Das haben wir aber zurückerobert und in dieser Zurückeroberung haben wir dann jetzt eine Möglichkeit, wieder direkt nach oben durchzustarten, das Hoch der letzten Woche zu erreichen und die nächste Widerstandszone im Bereich von 75 Euro. Ich glaube, die fällt auch relativ gut aus, auf, dass man den Bereich hier nicht unterschätzen sollte, so ab. Ja, 74, 75 Euro gab es in den letzten Wochen und Monaten doch so einige Probleme. Aber das wäre auch jetzt meine kurzfristig bullische Basis. Es gibt dabei aber ein Aber. Also zeichne ich erstmal das grundlegende Szenario ein. Dann wäre das hier der Run in Richtung Norden, in Richtung 74, 75 Euro. Wenn man gerne den Hebel einsetzen möchte, kann das Ganze natürlich auch nochmal, kann man das Ganze auch noch beschleunigen. So ein bisschen Probleme bereitet mir die Frage, haben wir jetzt in der letzten Woche schon wirklich das Zwischentief gesehen? Also ist es wirklich so mustergültig, Ausbruch, Pullback auf die Ausbruchsniveaus und die alten Hochs und jetzt wieder nach oben durchstarten oder trickst der Markt da noch ein bisschen rum. Deswegen würde ich gerne noch eine zweite Variante mit ins Spiel bringen. Die geht davon aus, dass wir jetzt hier an diesem, also quasi das Zwischentief noch nicht gesehen haben, sondern dass hier nochmal so ein kleiner Rutsch nach unten kommt. Dabei darf die Aktie auch zum Beispiel in Richtung der 69,75 Euro zurückfallen, so in den Ausbruchsbereich und hier nochmal zulegen. Und da bin ich dann so ein bisschen bei der zweiten Variante auch drin. Die Aktie hat durchaus Chancen auf der Long-Seite, bedingt durch diese Volatilität. Man muss mal ein bisschen Spielraum mit einräumen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder weiten Stopp lassen, der wirklich weit ist. Dann hat man aber dummerweise ein schlechtes CRV, aber eine tendenziell bessere Trefferquote. Das wäre so die Variante, die man etwas ruhiger, etwas dezenter wäre. Etwas aktiver wäre einfach, okay, man nimmt ein gutes CRV, sprich man setzt seinen Stopp etwas enger, zum Beispiel eben unter das Vorwochentief und sagt sich dann, okay, wenn die Aktie durchstartet, perfekt, dann habe ich ein gutes CRV und eine gute Entret. Aber es kann auch sein, dass man die Volatilität ein bisschen unterschätzt, wird ausgestoppt und muss dann später, wenn es sich anbietet, nochmal einen zweiten Versuch wagen. Sprich, das ist eher so für den aktiveren Typen eine interessante Möglichkeit. Und für jemanden, der natürlich auch jetzt nicht so massiv von der Trefferquote abhängig ist, also der unbedingt sagen muss, ich möchte Recht haben und Co. Und der sonst, wenn er nicht Recht hat und wenn er mal in einer Trading-Idee 2, 3 Versuche braucht, bevor die Trading-Idee fruchtet, wer damit so Probleme hat, der sollte dann eben eher die, ja, ich sag mal, die größeren Stops nutzen und damit das schlechtere CRV. Aber letztlich sind beide Wege möglich. Das hat beides auch Vor- und Nachteile, muss man auch ganz klar sagen. Haben wir auch noch ein bisschen Coaching jetzt mit drin gemacht. Also, lange Rede, kurzer Sinn im Coaching-Bereich, weil ich oft gefragt werde, ja, wie kann man Trefferquoten erhöhen? Das ist immer ganz einfach, die Stops ein bisschen weiter wegsetzen. Das hat aber, wie gesagt, eben auch immer Nachteile und da muss man dann auch selbst abwägen, was für einen selbst überwiegt. Man kann da nicht pauschal sagen, enge Stops sind besser als weite Stops. Aber bevor ich jetzt zu weit abschweife, denke ich mal, lassen wir das mal.
Die Heidelberg-Zement, da ist Heidelberg-Materials, da ist aktuell alles zugesagt. Und das andere können wir vielleicht mal in ein anderes Video packen im Code, direkt mit Thema Coaching. Nichtsdestotrotz wollte ich euch vorstellen, Heidelberg-Materials, eine interessante Aktie, auch auf kurzfristiger Ebene, kurzfristiger Basis, hier mit Möglichkeiten nach oben durchzustarten. Egal, ob ihr euch jetzt Long oder Short entscheidet oder auch gar nichts macht, ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen. Wie gesagt, wenn euch das Format gefällt, wenn euch der Kanal gefällt, abonniert das Ganze ruhig. Würde uns freuen, würde uns unterstützen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, freue ich mich auch drüber. Und wir hören uns dann die nächsten Tage mit der nächsten spannenden Aktie, hoffe ich.